Hallo und herzlich willkommen zurück bei. Ich sehe gerade, ich muss nochmal machen, weil ich hier. Augenblick. Die Aufnahme läuft genau das Falsche gerade im Hintergrund. Das ist natürlich schwachsinnig. So, hier und so. Ja, jetzt besser. Okay, noch einmal. 3, 2, 1, und los. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Wieder einmal in ein paar Gefechten. Und naja, ich habe ein paar Leute zusammentrommeln können, so gerade so, dass wir eine spannende Runde hinkriegen. Wir spielen jeder gegen jeden diesmal. Wir sind nämlich genau 8. Und es wird ein Leckfest werden. Deswegen stellen wir hier die Kommandeurspunkte auf 100. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir alle das unendlich viele Sachen haben, oder? Ja, klappt schon irgendwie. Ja, genau. Ich stelle euch alle noch erstmal nochmal vor. Wir haben den Ghost mit dabei. Batman war, glaube ich, noch nicht da. Geo kennen wir ja. Ghidorah, der hat schon Erfahrungen mit meiner Ramme gemacht. Ey, Albert passt mir nicht auf. War halt auch schön. Schiffi und Lord Ösi ist auch wieder am Start. So, ich drücke mal auf Spielen, damit es auch losgeht, damit nicht jemand aus der Lobby fliegt. Das kam ja das eine oder andere Mal vor bei manchen Leuten. Weiß nicht, ob wir jetzt gerade jemanden dabei haben. Aber wenn doch, dann doch. Bei Talien war wir das immer. Wie gesagt, jeder gegen jeden auf der Karte East Marsh. Ich kenne die nicht. Und die anderen kennen sie bestimmt alle auch nicht. Außer Geo, der kennt ja die ist neu, die kenne ich nicht. Geo hat sie immer gemacht. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Und, hat sie ja, ich bin nämlich halt Marco hier. So. Die Map bei Marco. Ach so, du heißt doch den Vornamen Marco? Also Marco Mongo, ne? Ach deswegen wahrscheinlich MM. M&M. So. M&M. Jo, genau, warum denn? Was soll ich machen? Ja. Wir legen einfach los. Ich hab Zeit für euch gesehen. So. Oh, diese Maus, Alter. Eine Maus? Okay. Ach so. Wenn Ghidorah verliert, ist die Maus voll. Ich hab jetzt echt eine richtige, echte Maus gedacht und so. Aus die Maus. Ich habe halt am meisten Angst davor, dass ich von zwei Seiten gleichzeitig angegriffen werde. Da hat schon jemand ein Auge auf mich geworfen. Oh, ein Auge, keine Nase. Alle Augen auf Black. Naja, zumindest eins. Die Nase ist Saurons. Die riecht alles. Ein Argument. Das war ein richtiges Argument. Oh, ich sehe da ein Auge. Ah, dann bist du da oben irgendwo. Dann bist du der Mensch, jetzt müsste ich nur noch wissen, wer da ich geschrien hatte. Ich habe das nämlich mehr im Kopf gehabt. So. Ich weiß sogar, welche Farbe das ist und welcher Spieler das ist. Das ist gut, ich nicht. Wir haben eine neue Kaserne. Oh, warum geht ein Auge bei mir? Geh weg, ich mag dich nicht. Ja, immer diese Augereien. Ach ja, wenn diese Leute die Auge machen. Ja. Ich möchte übrigens noch einen Witz sagen, bevor jetzt hier einer ankommt, dass er das Leben wegzahlt. Wenn man das Auge Saurons kaufen möchte, steht im Text wortwörtlich enttarnt feindliche Einheiten und deine Mutter. Was zum... Wenn man keinen Lacher haben möchte, schaut einfach mal rein. Ja, ich sag mal so, das war aber eigentlich von Anfang an klar. Schon das erste Mal, als wir Herr der Ringe geguckt haben, hat sich meine Mutter hinter der Couch versteckt. Das hat schon seine Gründe gehabt. So. Machen wir uns an die Arbeit. Macht euch bereit. So ist es nämlich. Was? Na, gibt's hier irgendwas von Sauron? Nö. Wer geht mir jetzt schon auf den Sack? Wer hat Sauron? Ich nicht. Sauron? Hey, wo ist das? Woher wisst ihr das? Hier läuft ein Sauron rum. Was? Was? Das wäre ungünstig. Boah, also wir direkt einen Höhlentroll bei mir. Ja, bei mir. Ich hab in der Nähe ein paar Grabunholde, das ist auch nicht viel besser. Ja, das ist doch viel besser als Trolle, Junge. So. Und da oben feindet schon jemand gegen Orks. Da ist jemand Orks. Nein, das wollte ich nehmen. Nein, Monster. Ork-Monster. 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 Ein Monster-Ork. Nein, kein Troll, Scheiße. Du alte Kackwurst. Ich hab's in diesem Kampf, voll, sonst bin ich am Arsch. Ciao. Ich geh mal hier hin, so. Okay. Ich hatte doch auch mal einen anderen Baumeister. Wo ist denn der hin? Da.
hatte. Okay, ja. Ich glaube, ich habe hier gerade einen kleinen Bug. Hab ihn sogar noch. Was hast du? Ich habe da einen kleinen Bug. Anscheinend läuft hier gerade ein Hobbit an, also sag ich mal, also als hätte man ihn einmal so umgedreht, einmal so ganz durch die Map. Das ist gemacht, weil du ja die Hobbits so magst. Ich sitze hier und denke mir so, was zum Geier ist hier los? Einer für alle auf die Hobbits. Ja, finde ich auch gut. Okay, wer von euch hat Hobbits? Den töte ich halt der Erste. Es gibt... Ah, what? Haben wir einen Zwerg? Den würde ich nämlich gerne als Erstes töten. Ja, es haben wir einen Black-Zwerg? Ja, wer Zwerg? Wer hat gar nicht Zwerge? Ja, hier, Ösi hat, glaube ich, Zwerge, ne? Bist du das? Ja, dann bist du so gleich, ne? Ich Junge, ich krieg schon mit Batman! Rubbelbeinchen, ja. Hä, was? Hä? Was ist? Was ist? Ja, was hab ich getan? Du hast der mein Herz. Warum ich? Baust einfach in mein Territorium, Junge. Ich seh nichts von dir. Ich seh nichts von dir. Hoppala, was kommt da? Mein Gott, Geo, geh jemand anders auf den Sack, aber nicht mir. Komm du mir her, Junge. Go, schieß sie weg. Junge, ich übertreibe halt komplett. Ich übertreibe halt einfach komplett. Der Feind ist unter uns, Männer! Junge, wieder eine Ork-Höhle. Lelelelele. Der ist einfach, Junge, warum hast du schon so viele? Das ist einfach nur Masse. Den Mordor! Das ist einfach nur Masse, Junge. Ich bin für Sparta! Nochmal Mordor? Ja, das wird schon, leicht Mordor langsam. Woran das wohl liegt? Er kommt schon mit Nazgul, bitte geh weg, lass mich leben! Lass mich leben! Verschwinde! Ja, besser Nazgul als Puppenhul. Verschwinde! Weg mit die Ohr, Bogenschütze! So, na bring sie her, komm, put, komm zu mir! Hol sie dir doch! Der hat doch überlebt! Der eine hat doch überlebt! Junge, das ist ein Lanzenträger, der überlebt hat! Das ist der Elite-Soldat! Der Elite-Soldat! Alter, im Grunde bräuchte ich schon gar nicht mehr weiterspielen, weil es mir nichts bringt. Es ist... Geo geht mir dermaßen auf den Sack. Black Mask? Ja? Erinnerst du dich das letzte Mal? Mein lieber Nachbar? Nein. Bist du Zwerg? Also ich bin kein Zwerg, ich kann es nicht gewesen sein. Ne, das ist so eindeutig jemand anderes gewesen sein. Du bist ein Ork, Junge. Du bist direkt neben mir, also wir sterben. Warum? Ich bin voll nett. Jo, er ist wirklich nett. Frieden! Genau. Können wir jetzt nicht einfach alle wie die Schweißmann und Frieden machen? Und wer ist eigentlich grau? Denn der ist auch Mordor. Ich spoiler mal ein bisschen rum. Das ist Ghost. Ghost? Ich lasse Ghost in Ruhe. Also ich an eurer Stelle würde mal zu, dass ihr das hier Geo auseinander nimmt. Der nimmt mich nämlich gerade auseinander. Das Geo, wo ist der? Wer ist das? Geo okay. Ist. Ich will ganz diebisch machen. Männchen. Ja, ganz diebisch. Männchen? Du mich auch. Warum Männchen, Junge? Ich war. Ich Männchen. Ich hasse Männchen. Ich weiß, wo ihr. Junge, geh mal weg, Jo. Das hole ich mir. Ja, ich hatte Männchen jetzt in Real Life oder nur im Spiel? Beides. Ja, ist meine Frage, durchaus sinnvoll ist manchmal. Meine Schätze hab ich jetzt geholt. Vielleicht kommt Verstärkung. Aha, spinnen schon. Ja, ne, irgendwie muss man ja auch ein bisschen rumspinnen. Ich will mal Lornbaum, Junge. Was hast du gegen mich? Was hab ich getan? Ja. Du gingst halt auf ein Territorium. Oh, Gidora, bitte lass mich doch in Ruhe. Ich will nur in Ruhe leben. Ich bin nicht Schweiz. Ich halte mich aus allem raus. Ja, dann hör auf, ganz halt so nah an meine Kinder. Bis Kunde zum Ende. Das macht mich einfach ziemlich nervös, weil ich möchte mich eigentlich hier mit Black Mask gleich anlegen. Also, bleib in der Ecke. Was? Nein! Wer ist noch neutral? Ich bin Luxemburg. Ihr könnt bei mir das ganze Geld bunkern. Könnt ihr bitte auf Gidora gehen? Danke. Ich will noch überleben. Ich will jetzt nicht direkt sterben. Würde ich ja gern, aber ich werde von der anderen Seite behakt. Ich habe auch gerade zu tun. Ich wollte gerade. Und ich greife extra nicht deine Gebäude an, weißt du? Ich lasse extra alle ab, weil die mir nichts getan haben. Ich bin ganz leicht nervös, also bleib weg.
Ich werde mein Volk verteidigen. Machen wir nochmal. Ich muss was bauen. Ich muss was bauen! Oh mein Gott! Was denn eigentlich? Ach, das. Ich glaube, dort ist der Feind. Im Bau! In den Bau! Ich zu vernichten. Oh, der Meister. Können wir das schaffen? Oh Gott. Nein. Hä? Was will ich denn? Spinnen die jetzt zu der Seite? Die sind nicht von mir. Das geht mich nichts an. So. Jojojo. Songs alle. Bleib wachsam. Ich werde mein Volk. Aber lebst du eigentlich jetzt noch oder was ist mit dir drin los? Ja. Oh, der hat schon Kampftrolle. Nein. Als ob der schon Kampftrolle hat. Klar doch. Wer ist mein nördlichster Nachbar? Er geht mir hier einfach auf die Nerven, ey. Ich muss einfach einen Krieg im Süden, Junge. Scheiß auf den Norden, der soll ruhig gewinnen. Eieieiei. Wäre ich doch lieber Zwerg geworden. Was sollen wir tun? Oh, nein! Ich geh mal ein Stück, kümmere dich erstmal um die Kinder und bin ich wieder Zwerge. Ich wollte eigentlich nur das Ding hier haben, ey, und dann mischt er sich hier ein. Mein. Hey, Gisela, das ist der Spandau-Krieg. Ein guter Bauplatz. Und er nervt mich einfach noch weiter. Ich glaub's ja nicht. Du rennst dir doch rum. Geh weg von mir. Geh weg, lass mich in Ruhe. So viel Krieg, so viel Leid. Ja, nein, so viele tote Nazguls. Gott, ich hab ein Fellbestie gehört, als ob du jetzt schon ein Fellbestie hast. Das war ein normaler Nazgul. Ich hab jetzt schon einen Herzinfarkt. Das ist unser Ziel. Alter, was? Ja. Batman? Nein, du hast mein Gehöft zerstört, deswegen zerstöre ich nur eins von dir. Dann bin ich zufrieden. Ja, das ist wirklich eine Gerechtigkeit. So, war das jetzt die Scheiße, die da redet? Nein, ich habe nur mein Territorium verteidigt. Das sagt die Schweiz auch immer. Ja, die Schweiz macht doch nichts, ja. Die ist nur einfach. Die ist da. Ich existiere einfach nur. Ja, wie die Leute immer einfach nur rumexistieren. Oh, jetzt kommt der da drüben mit mal ein paar Bogenschützen. Das Kriminellste rumexistieren. Ja. So, okay, dann tut mir leid. Das ist sag doch echt Höhlentrolle. Tut mir echt leid. Ja, eine Höhlentrolle. Trollt euch! Die Witze werden nicht besser. Aber oh, wilde Orks! Ich kämpfe gegen wilde Orks! Nicht sterben! Also ich bin gleich schon raus, nur so zur Info. Ja. Geo ist gemein, ich weiß. Ich meine, Geo greift ja dann alle anderen an. Geo ist ein ganz lieber. Ja, genau. Ja, am Arsch ist er das. Geo war Mensch, ne? Geo war Mensch, hat 6-mal Speerkämpfe, hier Lanzen. Mein Gott. Lanzengötter? Ja. Turm machen? Ja, danke. Ziel ist nicht als erstes zu sterben. Dreimal Waldläufer. Ja, dagegen habe ich was. Und 2 Katapulte. Was hat das? Natürlich. Ja, als ob der schon Katapulte hat. Katjas Pulte. Hä? Wer ist denn schon tot? Ja, ich. Hab ich die ganze Zeit schon. Hä? Ja, mit Orks kannst du gegen Menschen nicht viel machen. Junge, bau mal wieder was auf. Ich lass extra dein Blut am Leben, aber geh weg. Du darfst da nichts aufbauen, das erlaube ich nicht. Dein Blut kann ruhig... Dein Arbeiter kann am Leben bleiben, aber du darfst hier nichts bauen. Das ist nicht gut. Wie Geocam wird der sicher klar auf Mieke. Warst du auf der anderen Seite? Junge, Geo kommt jetzt. Oh, Junge, Geo, geh weg. Ich will nicht. Wie war das? Geo weg? Geh einfach weg, Geo, bitte. Was deine? Geo macht gar nichts. Du meinst Ghidorah oder was? Ja, Ghidorah, meine ich ja, ist das gleiche. Junge, du kommst gerade zu mir und schaust jetzt meinen Baumeister. Das ist meine Gebäude. Übertreib einfach komplett. Ghidorah! Willst du Kinder? Willst du Kinderlehrer? Verschwinde. Junge, sag, wer mich einfach gerade angegriffen hat. Nee, ich vernichte dich jetzt. So. Ich auch nicht. Ich würde sowas nie tun. Ich bin immer voll nett. Du hast in meinem Land was gebaut. Also manchmal auch nur voll, aber das ist ja was anderes. Fang du gar nicht an zu reden. Du hast in meinem Land was gebaut.
Ich? Nö. Das war mein Territorium. Lidova hat das in meinem Land gebaut, also dachte ich gar nicht anfangen. Wir werden diesen Krieg gewinnen. Hey. Verschwinde. Wir müssen weiter. Hast du jetzt schon Riesenwurz? Ich? Nein. Ich nicht. Ich würde sowas nicht tun. Ich hab nichts verloren. Das ist ja gut. Ist hier aber der Riesenschirse? Achso, der ist gewachsen. Der ist etwas größer als normale Menschen, das ist alles. Der hat nur sehr viel Milch getrunken. Wir haben viel zu tun. Tschüss. Boah, ich bin ganz nur in meiner einen Ecke, ey. Ich will auch nicht mal hier rauskommen. Ich werde mein Volk verteidigen. Siehst du gerade. Also, Sir Dark, siehst du gerade alles in der Zuschauersicht? Jojo. Das ist. Hab ich noch eine Chance? Rein theoretisch nicht. Oh. Also, wer ist im Moment der Stärkste? Ghidorah. Von Geo wahrscheinlich. Definitiv Geo. Was hat denn Geo so? Ist so stark. Nee, dazu sage ich jetzt nichts mehr. Ich bin raus aus dem Spiel. Ja, ist richtig so. Ist richtig so, aber du kannst mir ja so heimlich mal im Chat schreiben. Das ist nicht verboten. So. Ich fürchte dich nicht. Ich bin euer Hauptmann. Ich muss hier noch so ein. Ich brauche mehr Truppenkapazität. Bereiten wir uns auf diesen Weg vor. Es wird Zeit zu gehen. Das Gebäude ist fertig. Ich auch. Das Gebäude hier fahren wir auch. Also immer wenn ich versuche, mich hier aufzubauen. Katapulte, dass der Ort dir bei dem Versuch kommt. Also ich gehe jetzt mal auf Ido rein. Da ist ein Hobbit. Katapulte. Das ist ein Hobbit. Wir kommen zu spät. Da, Ghidorah. Wir müssen den Krieg zu. Ja, wahrscheinlich. Der hat gesessen, der Pfeil hat richtig gesessen. Hey, und dann kommt direkt. Da ist ein leckerer Ork im Süden. Orks? Ich mag ja. Orks. Eigentlich der neben Ghidorah links. Wer ist so ein links? Blackmail. Geo, warum ziehst du dich aufs Land? Und das Land was da? Auf den Kampfroll und weg mit dem Kampfroll. Ja, der hat keinen Schlag gemacht. Das ist komplett verliebt. Hey, auf die Liste geht man auch noch. Au, geh weg. Auf den Nasen. Ja, sagt wer der ganze Zeit mich am Anfang nervt hat. Jetzt leckt das so leicht. Kein ist nicht bereit, verdammt. Und weg mit deinem Nasen, Junge. Ne. Ich hätte gern noch einen Helden, aber ich hab die CP nicht dafür. Hey, Geo, du hast gleich wieder. Brauchst du doch gar nicht. Wir haben die Schmiede verbessert. Jetzt hab ich gerade mal einen Nazgul gehört. Ja, ich war's nicht. Ich hab keine. Was ist mit einem Nazgul? Was ist das? Gesundheit. Die kann man essen, aber sie ist leicht feucht. Aber nur leicht. Naja, eigentlich ist sogar richtig nass, die Ghouls. So. Ja. Der Mensch, sehr kalt, der hat schon auf den Zeiger, der wird gleich seine Armee nicht mehr haben. Laden schnell! Ich kann Legolas bauen, zum Glück kann ich noch Legolas bauen. Da sind sie. Was soll Junge, tun? Ich lass dich am Anfang so, ich mach nur ein bisschen was kaputt und jetzt kommst du auf einmal so an, ey. Ich muss doch irgendwie mein Land erweitern. Ja, sag, ja geh mal weg, ey. Ganz ehrlich, ich verteidige mich doch nur. Am Arsch verteidigst du dich nur. Ja, ne, da muss man sich auch verteidigen. Den Arsch kann man doch nicht unbewusst lassen. Angriff ist die beste Verteidigung. Hast du davon schon mal was gehört? Nein. Für den Frieden. Ja, für den Frieden, Junge. Hey, Orkst, ich greife dir jetzt nicht auf. Ich muss mich kurz um einen Menschen kümmern. Also, na, okay, mach das. Ich schick nur einen Steinriesen vorbei. Ja, nur ein Steinriesen, was? Wie heißen die Burgschießen? Ich glaub nicht mit zwei. Nee, Leute, ganz ehrlich. Okay, schick's da vorbei. Junge, da kommt Olifan einfach, ja. Weg mit meinen Waldläufern, Junge. Das war's mit den Waldläufern komplett. Guck mal, da ist er. Tschüss, ich geh mal wieder. Danke, jetzt kann ich eine neue Truppe machen. Hey, wir gehen dort die ganze Zeit raus. Oh, wen hat? Ghidorah, was? Ich geh nochmal weg. Ich wundere, warum ich von der anderen Seite keine nichts mehr krieg. Schäfi hat recht, ich geh vielleicht mal in die andere Seite. Ich hab irgendwie gerade jetzt Angst. Wovon? Hä? Wovor? Hä? Nö. Was? Hat ja, weil Ghidorah ist irgendwie down, steht gerade da. Hä? Ich weiß aber nicht. Wo ist Ghidorah down? Hä? Ich weiß nicht, wovon du redest. Aha. Hat sich der Bett mal von hinten eingeschlichen. Okay. Ja, aber ich hab immer mit der ganzen Armee gekämpft.
Ja, genau. Ja, wahrscheinlich. Immer wenn ich mit dem Lapmass angekommen ist, kommt der auf einmal von hinten und sagt so, ja, ich verteidige mich nur. Natürlich, Angriff ist beste Verteidigung. Ja, während ich noch mit jemand anders battle. Sag das doch, dann hätte ich mich zurückgezogen. Wie oft habe ich das nicht gesagt? Geo, der von immer Minen bauen. Und da kommt der schon, Junge. Mine geht schon erlebt, erlaubt. Erlebt vor allem. Ich mag gerne faire Spiele, ja, aber 2 gegen 1 von allen Seiten. Deswegen hasse ich FFA. Deswegen hasse ich so FFAs. Weil immer einer von allen weggemobbt wird. Ja, das ist aber normal. Das ist mit ein bisschen Pech. Beilhagel! Ja, in die Orks rein. Nein, nicht in die Orks rein. Die Orks sind lieb. Was für sie? Die hat der mich angegriffen. Wo sind die Lieben? Gar nicht wahr. Die wollten da nur mal. Er macht sogar Riesen. Übertreibt halt komplett. Hey, komm bitte mehr Geo ausschalten. Na gut, geh ich halt zurück. Was ist Geo? Geo ausschalten ist nicht. Ich kann jetzt gerade. Ich kann mich gerade ausschalten lassen. Das ist aber als Alternative. So, Black, ich will jetzt nicht deinen Stream verlaufen. Alles gut, du kannst, wie gesagt, kämpfst so, wie du immer kämpfst. Alles andere würde ich nicht erwarten. Ich kann ja auch im Notfall so weiter moderieren. Das mache ich dann ja auch immer. Das kriegen wir schon hin. Also, ich sehe mir gerade an. Ey, Lojok, hätte der ein. Wett mir der Ehrenlose nicht einfach in Ruhe gelassen. Ich hätte so eine Chance gegen Geo gehabt, sehe ich gerade. Was habe ich getan? Nur weil ich einfach. Du hast mich angegriffen, wenn ich mich mit jemand anders gebettelt habe. Du warst ja noch im Spiel. Genau. Geh mal auf Batman. Junge, genau auf mich, Junge. Nur ein paar Truppen noch bei meiner Base. Die ich gerade noch voll Heilung gehabt hatte. Einer für alle auf Batman. Junge. Ich mag Superman sowieso viel mehr. Macht euch bereit. Macht diesen Ehrenlosen weg. Er hat zwar jetzt. Junge, jetzt keine Gnade mehr, Junge. Jetzt weg mit dir. Superman hätte es nicht sagen dürfen. Das war nur Spaß. Superman hätte es nicht sagen dürfen. Superman ist kacke. Superman ist kacke im Vergleich zu, Wonder Woman halt. Die das cool. Kommt viel zu spät, Junge. Das kommt jetzt viel zu spät. Jetzt, nee. Ganz ehrlich, Alter, Ich dachte, du magst Superman. Ich dachte, ihr seid Freunde. Aha, ist das also nur Fake? Alles nur Show. Hä? Leute, können wir mal nächstes Mal eine Map nehmen, die beim nächsten Mal ein bisschen fairer aufgebaut haben. Ich habe gesehen, bitte. Die in der Ecke, Baumschule, Junge. Oh, irgendjemand hat. Ich möchte das wirklich mal kurz sagen. Ein festgeklappter Elbert, der hat die Kleine getötet. Ja, das sieht auch so aus. Du hast das mit Superman gesagt, das war dein größter Fehler. Ey, no joke, die in den Ecken. Das war ich nicht, das war ein Geo. Geo hat das gesagt. Geo. Wenn es dann ist, dann zieh ich mich ja komplett zurück. Wenn es so ist, ziehst du mich komplett zurück. Ja, so ist es. Ich werde mich gleich alle hassen. Ja, ich hasse dich jetzt schon. Hast du jetzt Angst? Naja, natürlich. Weil beim nächsten Mal alle auf mich gehen werden. Eine schöne Festung. Ich werde die Stadt auf die Festung. Oh, Junge. Black, du konntest dich ja wenigstens noch aufbauen, dazu kam ich gar nicht. Soll ich mich zurückziehen? Ich auch nicht. Willkommen, zieh mich zurück. Ja, geh weg! Ja. Alles zurückziehen, Junge. Kidora, ich hatte zweimal Orks und einmal Ork-Bogenschützen. Das waren meine ganzen Einheiten. Ja. Zu mehr deswegen kam ich nicht. Deswegen zieh ich mich ja zurück hier. Guck mal, ich war unten in der Ecke, ja? Ja. Wo dieser Teich ist und unten noch eine Schwellung. Ich hatte die beschissenste Situation, um dich aufzubauen. Also du kannst dich... Ey, geh weg mit deinen... Was soll denn was wollen die ganzen Orks sein? Warum laufen die mir hinterher? Kidora, lass meine Orks in Ruhe. Ich möchte gar nicht sagen, ob ich hab. Alter, Leute, ist so unfair. Batman, dieser Chefi, Geo und der Zwergi hatten die besten Positionen im gesamten Spiel. Da kannst du dich richtig aufbauen, weil hier frei ist. Bei uns unten, wo ich zum Beispiel war, kannst du dich nicht aufbauen. Besonders mit Mordor nicht. Alles ausreden. Was war denn Gidora? Alles ausreden. Ja. Na, Fräser, wenn du willst, was passiert ist, ich habe mich mit jemandem gebettelt und dann kam immer dieser Elb an, genau da, wo ich natürlich keine richtigen Einheiten hatte. Na, lass mich doch Elb sein. Ich habe 900 Truppenkapazität. Ich möchte endlich mal wieder richtig spielen. Wirklich.
Das regt jeden guten Spieler auf. Du bist gut und dann kommen immer so ehrenlose Spieler. Die einfach nicht wirklich das Spiel richtig verhindern. Ich sag mal so, im Lieb- und in der Ringkriege ist alles erlaubt. So ähnlich war das doch. Ja, alle, genau so. Lass mir sagen, dass ich sympathischer Typ bin, aber hier... Kann mal jemand erzählen, wie ich 980 Truppenkapazität haben kann von 750? Ja, ich habe 850. Wenn sich die Truppen regenerieren. Ja, ja, aber ich hab jetzt alles voll, halt. Nee, ja, ja. Schau mal in Richtung Norden, will ich nicht, wo es dort kommt. Warum sagst du was? Ich kann dir das sagen, ganz ehrlich. Du hast ja über mich angegriffen und ich musste erstmal dich auch noch abwehren. Und da hat mich ganz weg. So, eben, alles Angriff. Der Feind ist nah. Angriff? Ja, jetzt greifst du alle Elben an? So, nein, alle Elben Angriff. Ach so. Warum? Aha, oh, weil ich jetzt vernichten werde. Also jetzt werde ich mir nicht auch Menschen geben, Junge, der ist böse. Was wird jetzt aus uns? Galadriel! Junge, komm! Spiel mal ein richtiges Match. Guck, Geo macht es richtig. Er greift so an, 1-1. Keine hinterhältigen Taktiken, einfach so. Oh Gott, jetzt das einfach meine ganze Armee ist jetzt schon dead, Junge. Was hast du gerade gemacht? Wir können sie alternativ das nächste Mal so machen. Jeder darf, wenn wir so im Ringchen sind, den Gegner rechts von sich angreifen. Also, ja. Nee, sag mal im Uhrzeigersinn. Rechts von sich ist ja blöd, weil oben rechts auf der anderen Seite ist als unten rechts. Ja, gut, ich greife den Gegner rechts von mir an. Im Uhrzeigersinn. Weg mit deiner Armee, neuen Fackel, Junge. Ja, das genau. Fackeln die da! Ja, das ich hab überlebt! Ich bin komplett zufrieden. Ich bin komplett zufrieden, Junge. Ich hab einfach nur überlebt. Mein ganzes Ziel erfolgreich. Alles Matsch. Lebensziel geschafft. Indem du hinterhältig auch richtig ehrenlos gespielt hast. Junge, ich spiele doch einfach nur ganz normal, wie ich immer spiele. Du spielst. Ja, okay, du spielst so, dass du immer 2 auf 1 gehst. Nein, nur deswegen hasse ich FFA, weil ich ja nie was machen darf, weil ich immer von allen angemeckert werde, wenn ich irgendwas mache. Du musst einfach du musst das machen, was, sag ich mal, jeder andere Spieler macht. Fragen, ey, bettest du dich gerade? So, ey, darf ich dich angreifen, Ghidorah? So einfach, nein, einfach so random fragen. Nee, also, ja, du hättest also fragen können. Ich muss dazu sagen, ich mach da, wenn ich frage, ey, bettelst du dich gerade und der andere sagt ja, oh, dann sage ich auch, oh, okay, dann komme ich von der anderen Seite. Junge, dann sage ich dir die ganze Zeit ja. Und sage ich die ganze Zeit, ja, ich bettel mich. Sag ich einfach die ganze Zeit und dann greift mich niemand an. Es ist eine Art Ehrenkodex, dass du dann ehrlich antwortest. Ich mach das doch auch ehrlich. Auch wenn ich komplett am Arsch bin, sag ich, okay, ich wurde dann angegriffen, aber ich wette mich gerade nicht. Jo, Ghidorah sagt es einmal. Junge, ich spiele auf Ehre. Ich verteidige mich jetzt nur, ich mach gar nichts mehr. Ich darf ja nichts mehr machen, Junge. Ja, verteidigen. 2 auf 1 ist keine Verteidigung, Junge. Weißt du, da krieg ich mal lange endlich mal wieder meine Lieblingsfraktion, dann kommt einfach so ein ehrenloser Spieler um die Ecke, dass ich nicht mehr aufbauen darf. Ich durfte dich nicht mal aufbauen! Was soll denn deine Kacke von dir? Ich war lange nicht auf der Aufbau. Ich stell das einfach nur, bis ihr euch gegenseitig alle getötet habt. Das wird ein guter Folgentitel. Ja, weißt du, baut auch in meine ganzen Territorien ganz direkt bei mir rein. Und geht richtig nah an meine Gebäude ran. Wundert sich, wenn ich dann aggressiv werde und seine Armee nur schlage. Ich schlag nur deine Armee, du rennst in meine Basis rein. Du kamst dreimal mit deiner Armee auf mich zu und hast meine Gebäude zerstört. Was kann ich dafür? Ja, natürlich wehre ich mich dagegen, wenn du deine ganze Armee auf mich angreifst und mich fast vernichtest. Ich hab dich nicht mal richtig deine Base angegriffen, weil richtig vernichten mache ich, wenn schon welche deine Base reinmachen. Du hast 3 meiner Malorenbäume vernichtet. Oder mehr. Wow, und ich hab immer deine vorderen Leute nur angekratzt und bin direkt wieder zurück, weil ich mich gerade mit niemandem gekämpft habe. Du hast aber angegriffen. Das reicht schon, es war ein Kriegsakt. Du hast angegriffen. Das war ein Kriegsakt. Du wusstest, dass ich immer so reagiere. Du bist extra hier hingelaufen. Ich wusste nicht, dass du so reagierst. Ich hab einfach nur, Du hast das doch noch extra nochmal gesagt. Ich bin gerade ziemlich amüsiert, muss ich sagen. Es ist immer so lustig, wenn einer nicht kapiert, dass er es noch falsch gemacht hat. Das wird einfach die beste Folge, die du je gemacht hast. Ja. Ja, okay. Alles gut. Ich hab Spaß. Oh Gott. Geo hat Spaß, Lecker hat Spaß. Stimmt, Geo lebt ja noch, der baut sich jetzt wieder auf und dann... Oh. Nicht Geo. Geo, ich sag Geo die ganze Zeit. Ah. Geo meinst du Ghidorah oder was? Ja, ich meine mit Geo immer Ghidorah. Aber ja, Ghidorah lebt doch gar nicht.
Ja. Guido, ich habe hab einfach meine Ich habe den Ork am Leben gelassen. Ich habe den Ork am Leben gelassen. Das war mein größter Fehler. Hä, welchen Ork? Weiß ich nicht. Es gibt nur Liebe Orks. Es gibt nur Liebe Orks. Was für Orks gibt's denn sonst noch außer Liebe? Ich kenne nur Liebe. Ja, eben. Da sehe ich Steine fliegen. Ich stehe auf meiner Basis. Warum fliegen da Steine? Junge. Weil ich in meiner Basis stehe und du gerade dahin läufst. Weil die ihren Flugschein gemacht haben. Die Steine haben ihre Flugprüfung gemacht. Hä? Wer ist vernichtet? Ghost, warum Ghost? Ghost ist ein Geist. Alle, mit denen ich spiele, sterben instant. Oh, ich kenne. Ghost. Der Ghost war schon länger klinisch tot. Ich hab ab Leben gelassen. Alle, mit denen ich spiele, sterben. Das ist einem Spiel, in dem man gegeneinander spielt, eigentlich normal. Alle, mit denen ich spiele, sterben. Fand ich gut. Ja. Nein, alle, die ich vorher kannte. Die ich vorher gespielt habe. Oh. Dann hör auf, Leute zu kennen. Ösi, Ghost, alle sind tot. Genau. Deine Bekanntschaft ist bestimmt die Schuld daran. Das ist alles. Ich wundere es gerade, dass ich noch so lange überlebt habe. Mich auch. Ich hatte einmal, ja, mich nicht, wenn man ehrenlos spielt mit Ruf. Weißt du, ich hab immer deine Armee nur leicht angeklatscht und wieder direkt wieder zurück, weil ich mich gebessert habe. Eigentlich ist deine beste Fraktion immer noch Menschen. Nee. Also wenn du Mordor aufhältst, ich hinterher dich angreifst, kann dir echt was. Ich zieh mich einfach, ich mach jetzt nichts mehr, ich bunkere mich jetzt komplett ein. Okay. Oh nein, die Mauern! Ich hab schlechte Erfahrungen mit Mauern, Mauern müssen weg. Ich bunkere mich jetzt komplett ein, du kannst mich, wenn du mich jetzt angreifst, wenn du mich angreifst, dann war es das Letzte, was du tust. Also, ich geh dann mal wieder, es ist spät geworden, tschüss. Junge, wer greift mich oben meine Mauern an? Oder mein Baum, oder was auch immer oben. Okay, kommst du jetzt? Oh, dieser Lahmarsch! Die Mauer war nicht jetzt. Junge! Hör auf mit deinen scheiß Riesen oder was auch immer das sind! Gebirgsriesen. Mauern müssen weg. Wisst ihr, was wir echt machen müssten, eigentlich rein theoretisch? Denn Achter, da kommen immer so richtig hinterhältige Sachen. Da kann einer sich richtig aufbauen. AKA ich. Also ich jetzt die ganzen Tage hören. Junge, auf den Ork, alles auf den Ork oben. Ich muss den Ork jetzt vernichten, der greift mich an. Für alle, ja, Schäfi oder was? Guck mal, jetzt? Ja, genau, nicht Schäfi. Schäfi ist ein böser Ork. Junge, was hast du denn da alles? Guck, ja, mach das. Du baust Mauern. Pfeilhacke in deine Orks gemacht, Junge, weg damit. Adler. Achso, ich kann die Mauern nicht weg. Soll ich vielleicht mal ändern? Guck. Nicht auf meine Hauptbase. Er greift dich an, du greifst ihn an. Keine Einmischung von irgendjemand anders. Okay, das ist noch okay, nur wir beide fighten jetzt. Ich und der Ork halt. Nur wir beide, niemand mischt sich ein. Schaffi. Ja. Gut, das werden wir jetzt tun. Niemand würde sich einmischen. Da hat den Drachen, alles auf den Drachen. Legolas auf den Drachen. Jetzt kommt mir du scheiß Wächter an. Wo war ich Ghost? Immer auf welcher Position? Weißt du, Ghost war neben mir. Wo, wer bist du? Ghost war neben mir. Chefi? Hier, Geo mischt dich ein, so. Geo mischt dich ein, mischt dich ein! Geo, geh weg, Geo, verschwinde! Ich geh kämpf gegen Black hier, aber egal. Ja, ja, genau! Und ich bin damit beschäftigt, mich nicht einzumischen, und du mischt dich einfach ein. Indem du dich einmischt. Was? Was? Ja. Ja, das ist vollkommen legitim, so wie ich das gesagt habe. Ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe, aber das ist erstmal zweitens. Finde ich auch. Ich geb dir sowas von recht. Ja. Ich bin der Einzige, der überhaupt auf die Regeln achtet. Regeln? Ja, die machen als 1 gegen 1. Was sind das? Gibt es Regeln? Gesundheit. Wir haben keine wirkliche 1 gegen 1 Regeln am Anfang festgelegt. Ja, wir haben gar nichts festgelegt. Jo, eben, doch. Ich habe von allen meinen Bogenschützentrupps hat nur der Bannerträger überlebt. Von allen Bogenschützentrupps, die teilen sich jetzt erstmal auf. Das ist traurig. Das ist richtig traurig. Geh nein, meine Kankra. Du kannst doch nicht einfach Kankra töten. Den darf ich doch vernichten, oder nicht? Was schreit ihr jetzt hier schon wieder so? Ich werde gerade nur von dir angegriffen, also komm rein! Es leckt grad. Meine Baumschule greift an, vernichtet die Baumschule. Adler nicht sterben, Adler nicht sterben! Ganz ehrlich, diese Runde ist eigentlich der Grund, warum ich Schlachten für der 1 mehr mag. Denn da kannst du wenigstens richtig spielen. Ja, heißt es einfach nur. Ich liebe auch 1. Spielst du 1? Ja, ich liebe 1. Ich spiele auch 1. Okay, mit welchem Patch? Mit welchem Patch? 1 von 3 habe ich.
Ah, toll. Okay, das ist schon mal gut. Und welchen Mod? Also, gar kein Mod. Mod und... Ich mach ohne Mod. Können wir gerne mal wieder zusammen spielen, wenn du möchtest. Ja. Also, welche von denen wisst ihr? Wir kennen die Namen ganzen nicht hier. Ich kann die Stimme nicht mehr. Das ist der Beifug. Welche ist das? Der? Ich bin Guido. Der Guido. Ah, gut, Guido. Den du gerade hinterhältig fertig gemacht hast, während er es gebettet hat. Also, aber Junge, warum baust du dich jetzt wieder auf? Das finde ich nicht nett. Ich auch nicht. Jetzt suche ich an die ganzen Bogenschützen. Finde ich gar nicht nett. Ich werde mich immer wieder aufbauen. Legolas, geh auf dich den Scheiß drauf. Wollt ihr nicht so langsam mal sagen? Das ist ziemlich dämlich, wenn jemand sagt, ja, ihr mischt euch nicht ein, wir kämpfen jetzt nur gegen den. Und dann machen das alle und kämpfen stattdessen nicht gegen Geo. Das ist voll fies. Also ich brauche respektiert die Regeln, den lassen wir auch in Ruhe, der macht wirklich Regeln. Regeln am Arsch, wie lange Verlierer sind, das sind die Regeln scheiße. Ich will gleich eine FFK-Video machen, das ist mein größtes Ziel. Baumbart ist da, komm her Baumbart. Und ich hab jetzt ja, ne? Du bist jetzt tot. Und, hä? Hol das doch, mach doch. Oh, als ob ich das nicht gemacht, als ob ich, oh Gott, ich dachte schon, jetzt könnte ich Blut holen. Nein, ich muss erst Wolkenbruch holen. Okay, ich meine eigentlich mit Regeln Fair Play, meine ich eigentlich, sag ich mal so, Sachen der Ehre. Aber irgendwie gefühlt respektiert das echt gar keiner. Sind später Lobby und Baumbart noch da. Nicht mein Adler! Er hat meinen Adler getötet. Ja. Nein, nicht die Igris! Junge, alles auf dein Hauptgebäude, weg mit das nervt, Junge. Ihr geht mal auf den Riesen. Ich fürchte dich nicht. Sammelt euch! Reißt das Gebäude ein! Da sind sie! Ich bin euer Hauptmann. Komplett klar? Warum baust du da oben Orkhöhle, Schäfi? Kann ich mal dein Hauptgebäude verrecken? Das will nicht verrecken. Jetzt kommen die Ems. It will never die. Weil mein Ghost ist auch gestorben. Gegen wen eigentlich? Wer hat ihn denn überhaupt umgebracht? Ich hab zwei Gebäude von ihm halt zerstört. Ich hab seine Basis eingerissen. Ich hab gar nichts getan mit Ghost. Boah, zwei gegen einen. Ich kann den Ghost angreifen, also. Ends, Gruppe 3. Ich würde eigentlich schon sagen, die größten Chancen hat eigentlich Mordor gegen die Menschen. No joke. Nein. Du brauchst Orks. Ich weiß, wie einfach Spinnenreiter und dann die Bogenschützen wegreiten. Der Rest ja, kann das auch. Aber mit dem Geo hat keinen Bogenschützen und der ist geschützt von den ganzen Turmwachen. So eine Kacke. Ja. Da kommt du siehst auf die Turm für die macht Halbtrolle. Und danach mit Spinnenreiter machst du seine Dings weg. Ich kann keine Halbtrolle machen, der hat meine Trollhöhle kaputt gemacht. Du bist so. Das Problem an der ganzen Sache ist, du musst dazu erstmal kommen. Wenn er dir die ganze, wie bei mir, die ganze Rohstoffgebäude schon am Anfang einreißt, hast du keine Rohstoffe, um überhaupt das Gebäude, die Kluft abzugraden, um zur Halbtrolle zu kommen. Bist du jetzt nicht tot? Hä, was musst du vernichten? Ich hab doch alles vernichtet von dir. Als ob du jetzt noch irgendwo zurückgezogen hast und irgendein Gebäude am anderen Arsch der Map hast, Junge. Nee, ich glaube, das Dingsgebäude, das du gerade angreifst, ist den auch ja, noch. Ja, Sven, da kennst du Schäfe zu schlecht. So wie du. Muss das noch sterben? Nein, hä? Also, jetzt? Okay, hä? Der ist. Oh, alle müssen sterben. Es ist solche irgendwo so viel Ghost. Junge, jetzt. Schäfe, so wie der Papa vor allem, so wie nur. Oh, lol. Wie sonst so Black? Wie läuft? Guter Spieler weiß ja. Ich lebe noch. Immer diese Leute, die noch leben. Weißt du, ihr sollt das auch mal wie ich machen. Ich weiß noch, wie man kapitulieren muss. Ja? Gefühl als Einziger. Wir müssen den Krieg zu ihnen tragen. Das Gebäude hier wäre fertig. Alter, man könnte eigentlich sagen, eigentlich gehört Schiff in die gesamte Map, wenn ich mir das so mal so angucke. Was? Nee. Was? Eigentlich Schiff in die Map. Könnt ihr uns sagen, was ihr wollt. Wer braucht einen Warum? Nein, ich meine letzte. Nein, bitte, lass mich leben, lass mich.
Nein! Der Gerag gefühlt geniale Lippen spannt. Oh, verwechsel ich gerade nochmal Black Mask? Ah ne, ist von Black Mask noch. Okay. Aber no joke, die Orks können so krank nervig sein, wenn man die endlich finishen will. Das dauert nicht lange. Bereiten wir uns auf diesen Krieg vor. Hey Geo, pass auf, gleich ist der Black Mask traurig. Ja, ich bin immer traurig, wenn ich besiegt werde. Da oben ist er jetzt gut. Ich bin dumm, Junge. Ja, jetzt habe ich das gesehen, jetzt alles drauf, bitte. Ich bin einfach verdammt. Das ist auch ein bisschen nervig. Hast du, Junge, warum baust du dich doch oben auf? Ey, auf die Spinnen, Junge. Ich bin nicht jetzt komplett. Also, ob du einfach eine Festung. Willst du ein anderer Spieler? ich hab mir eine Festung gebaut, nochmal. Und dann scheiß ernst. Weißt du ja, was? Eine darf man ja immer besitzen. Ja. Genau, wenn die eine kaputt ist, kann man eine neue machen. Beziehungsweise wenn die eine kaputt geht, kann man schon eine neue bauen. Die darf halt noch nicht fertig sein, wenn zwei gleichzeitig. Dann muss man sie wieder abreißen. Ja, wenn man das nötige gewöhnt hat. Ja. Auf die Baumeister. Geld. Geld. Ja, Georg von. Nein, ich gewinne das den Fight gegen Geo. Den will ich jetzt gewinnen. Ja, Geo, beschäftige dich du mal mit mir weiter. Was? Also, beschäftige dich mal mit mir weiter. Warte. Geo, wir können, wenn ich ihn vernichtet habe, dann können wir gegeneinander spielen. Okay? Ihn jetzt vernichten, dann können wir gegeneinander. Geo, du tust mir jetzt schon leid. Ich will ihn vernichten, lass mal ihn einfangen. Willst du Gendor herausfordern? Ja, komm her, den mach ich easy weg. Junge, Gendor habe ich schon mal besiegt, also ist keine große Challenge. Ja, wo ist Gendor? Der soll herkommen. Jetzt. Ja, ich glaube, der hat keinen Bock auf mich. Ich habe schon mal alle gegen alle gewonnen. Durch Mittel. Da, Black Mask. An mir hast du einmal gewonnen, weil ich dich aufgefragt habe. Warum hab ich 4 Ends? Ja, dann habe ich 4 Ends. Warum nicht? 4 Ends sind besser als 3 Ends. Oh, warte, ich greife dich nicht an, ich will nur dein Gebäude vernichten. Bei dir ja, genau. Ich greife dich nicht an, ich will nur dein Gebäude vernichten. Dein Gebäude. Das ist die Definition von Angriff. Da oben ist er noch. Junge, er haut halt da oben an. Ich will den Menschen nicht angreifen, ich will sondern den Ork halt vernichten. Ich will nur dein Gebäude vernichten. Er baut sich halt bei dir wieder auf, ne? In deine Richtung. Er baut sich in deine Richtung wieder auf. Geo, Geo, er ist ja, er läuft mit dem Baumeister in deine Feste, oben. Links in der Ecke. Unbedingt in der Ecke, bitte vernichte ihn da. Hä? Ich mach das schon. Ich marschier nur durch. Ich greif dich nicht an, ich marschier durch. Nein, Schäfi. Nein. Ja, ist Schäfi tot? Ja, ey. Alles Rückzug, Junge. Jetzt müsst ihr erst aufheilen. Ich hab immer noch volle Gruppenkapazität. Gondor muss ach, so, wer lebt eigentlich noch? Was? Nur wir beide? Ja, Batman, Geo, ja. Geo, geh weg, Geo, ja. Geh weg. Gott, ja okay, dann, wenn du sterben willst. Voll Geo lässt einfach Black Mask die ganze Zeit total in Ruhe, Alter. Ich hab gesagt, wenn du sterben willst. Das hat grad weh. Oh, das klingt noch... Ja, ja, wir beide haben jetzt unsere Armee getötet. Das war's jetzt. Ja, Leon, die könnte ich mal weglaufen, ja. Ich brauche mit allem wieder neu, ich hab 20.000. Ich würde mal sagen, deine Armee ist Schrott und die von Geo nicht. Die von Geo ist ziemlich gesund noch. Ich schmeiß meine ganzen Helden, Junge, Thranduil, hier, Legolas. Oh, das ist Legolas tot. Ich schmeiß mal alle Helden, Elrond. Hier, nein, durch. Nicht Legolas! Das war dein größter Fehler. Du hast Blups Legolas jetzt nicht töten dürfen. Alter, Black Mass, ist das dein fucking Ernst? Junge, was denn? Den noch? Alter, dein Oleg! Alter, geht doch grad nix so! Ich hab extra nix gesagt! Ich hab hier noch einen gelassen! Ich auch! Ich Idiot! Der ist so hartnäckig! Ich Idiot! Ich sag mir extra nicht! Dass ihr aber auch immer alles verraten müsst, also ehrlich. Das ist war vollkommen ehrenlos. So, jetzt weißt du es. Er lebt halt echt noch.
Ach ja. Aber keine Sorge, ich bin keine Gefahr. Also ich werde maximal Zweiter. Und das auch nur, wenn Geo dich platt gemacht hat, Batman. Geo und platt machen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, die nie passieren werden. Ich würde einfach hier mit Black Mask auf. Black Mask ist mal no joke. Du kommst immer auf gute Plätze, weil du entweder einer nicht aufpasst. Gefühlt man einfach nur, manche Leute nicht aufpassen. Hä? Wo ist Geos da unten? Ich komme immer auf gut. Kann es nicht einfach nur daran liegen, dass ich einfach gut bin? Nein, ja, nein. Geben. Nein. Nein. Hat das eigentlich einen Sinn, dass du einen zweiten Marktplatz gebaut hast, Geo? Nein. Ich brand hier. Wo ist Brand? Ja, wenn einer kaputt oben ist. Warum schießt du jetzt bei mir ein? Warte, Junge, jetzt kommt der Leben. Und ja, ich soll ja warten, bis du deine komplette Armee wieder hast, oder was? Ja, natürlich. Ja, ich bin tot. Ja, hättest du bei mir auch machen können. Ich glaub, ich hätte doch warten können, bis ich meine gesamte Armee habe. Die hätte ich mal zurückbauen lassen. Vielleicht. Elrond's Tod, ja, okay, das war's. Ich denke, es passiert nie, dass du besiegt wirst. Ich? Als ob Geo mich fertig macht. Zitat Ende. Genau. So. Aber meine Theorie hat sich auf jeden Fall als richtig bestätigt. Ich bin auf jeden Fall die als erstes gestorben, die an den beknackten Positionen waren. Außer einer. Aber wirklich hier oben in den Ecken, das ist wirklich, also oben die beiden Ecken und unten die beiden Ecken, das sind eigentlich die beknacktesten Punkte. Ja, deswegen hatten wir das ja auch auf Zufall gestellt. Hat halt manchmal jemand Pech und manchmal jemand Glück. Glück gehört dazu, hat noch nie bei Civilization gespielt. Genau. Glück gehört immer dazu. Gerade eigentlich immer überall. Wie war das alleine sagen. Erst hatte ich kein Glück und dann kam noch Pech hinzu. Ja, genau. Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage, da gewinnen die anderen. Das ist halt so. Ich verliere immer, wenn ich mit dir spiele, Black Man. Ich möchte mal wissen, woran das liegt. Ich bin zu gut. Ja. Nein. Ich hab's doch verteidigt. Also, außerdem, hallo, du hast gesagt, du willst mich vernichten. Ja, wie denn, wenn ich von den Leuten hier direkt gefokust werde? Sag mir dafür kann ich dann, weil die mich alle mögen. Du hast gesagt, du willst mich platt machen, da haben die gesagt, oh nee, das mache ich nicht mit. Einer für alle für Black. So war das. Ja und? Das ist kein richtiger Sieg gegen mich. Ich hab nur deine Armee. Ach klar. Also, mit der Ramme zählt eindeutig als richtiger Sieg. Also ich bin jetzt mal aufgepasst. Mit der Ramme, den zähle ich. Ja, kannst ruhig zählen. Ich muss sagen, wenn man einfach nicht aufpasst, ja gut, kann man gerne... Die Ramme, die Minen... Die Ramme, die Minen und die zweite Isengard-Armee. Also, es gibt für mich einen Sieg und einen richtigen Sieg. Und der richtige Sieg ist, wenn du gewinnst. Ja, da kenne ich auch ein paar, die so gehen. Für mich persönlich war es nur ein richtiger Sieg, wenn ich richtig mit einer guten Armee und der andere hat eine gute Armee und wir dann ein ehrenvolles Battle machen. Das ist für mich ein richtiger Sieg. Ehrenvoll! Wir spielen hier Elben und Orks und keine Klingonen. Hey, Dieter, das ist der Krieg von Spandau. Ganz ehrlich, alle haben sich immer beschwert. Immer beschweren sich alle, wenn ich ehrenlos spiele. Oder hinterhältig. Immer beschwert sich. Und wenn ich es mal nicht mache, machen das alle anderen. Dann ist das natürlich ganz in Ordnung. Alter. Was ist das hier für eine Kultur? Geo, darf ich kurz was sagen? Ich will. Was denn? Ich will jetzt meinen Job zu Ende bringen und endlich diesen. Hier vernichten, den Ork vernichten, weil der nervt noch. Ich glaube, dass ich ihn so lull, der ist tot. Ich dachte schon, der lebt noch. Er lebt noch, ja, ich bin komplett weg. Ich dachte, er lebt noch. Der hat doch irgendwie sowas gesagt. Andre, warum was machst du davon? Natürlich lebt er noch. Guck hier oben, ist ein Gebäude. Elden, jetzt vernichtet sie. Los! Alles rein! Schwerter Loriens. Gutes Urfehler, Mutter. Ich hab wieder getrunken. Du musst wieder mal an den Toten machen. Bitte, danke. Na, was macht Arwen da? Der Vince ist tot. Elrond kommt zurück. Elrond kommt zurück. Elrond, du warst nie für uns da.
Ich habe ja an Pokémon gerade gedacht. Ach so. Das geht auch, ja, genau. Okay. Ja, weg damit. Einfach durch. Ich werde mein Volk verteidigen. Einfach komplett durch da. Der Feind ist unter uns, Männer. Mitten durch, statt nur vorbei. Bitte, mach nicht sie einfach. Los, Waldläufer. Geht drauf, geht sterben. Was? Waldläufer geht sterben? Was? Ja. Im Wald. Jo. Mit den Läufern. Läuft. Im Wald. Ja. Jo. Da wird die Axt im Walde kommen. Arwen ist wieder da. Arwen, mach schnell, reite. Siehst du, deswegen spiele ich ja nie die Waldläufer. Waldläufer sind scheiße. Spielt nur mit Waldmeistern, die sind besser. Ich spiele gerne mit Jägermeistern. Jägermeister. Ich wäre dafür, dass man hier noch die Atombombe einführt. Du willst nicht Frieden machen, bitte. Nee. Also wenn Chefi die Atombombe kriegt, spiele ich nicht mehr mit. Dann ist Mittelerde im Arsch. Was? Wer ist im Arsch? Mittelerde. Okay, wenn Chef in der Atombombe kommt, möchte ich gerne einen Satellit haben, damit ich die gesamte Erde zerstören kann. Das macht Chefi mit der Atombombe schon, das ist kein Problem. Nein, das sind nicht immer nur die Atombomben. Kometen haben ja, Chefi auch schon. Leicht. Ne? Ja, die haben mir gestern die Hauptstadt weggerissen. Aber die Kometen, die schießt er ja nur mit einer Atombombe an, damit die den Kurs wechseln. Also nicht verwechseln. Ja, aber auf seine Hauptstadt? Ja. Und danach hat der Stadtstaat noch mit einem Siedler, den er von mir mal erobert hat, eine Stadt gebaut. Jetzt habe ich noch Hoffnung, dass ich es gewinnen kann. Was macht denn ihr da unten? Ich habe keine Zeit mehr. Zeit zwischen Elben, Menschen. Ich dachte, drei Heere. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, drei Heere haben wir schon. Zwei fehlen noch. Genau. Komm, Frieser, wir machen jetzt wieder mit. Mein Kuh, ein Moment, mein Baumeister. Oh, Mann. Hallo! Geh, Vögel, du Kugel! Hey, Hydra, versuch zu markieren! Die Einheiten! Tom, Mom, Baron! Hab ich schon geschafft? Warte mal, ich befinde die eigene Meinung zu laufen. Komm aus Düsterwald. Schnell, einfach Schwert wieder spammen. Ey, wollt ihr noch lustigen Fakt hören, wenn ihr Gollum spielt? Ihr könnt als Gollum spielen, wenn ihr ihn beobachtet seid, aus irgendeinem Grund. Ich glaube, Gollum ist ja nur. Nein, nicht Gollum in deine Basis irgendwie rein. Ich hab's wirklich mal geschafft, einmal hier Gollum zu markieren, dann konnte ich einfach sagen, hier läufst du mal hin, ist einfach dahin gelaufen. Als ob wir das machen können. Deck mit deinen Waldläufern. War vermutlich ein Bug. Ein Bug mit B und U und Ack. Kein Hack? Nee. Ja, na gut, bei Ginobra kann das auch sein. Da spielt ja immer ohne Ehre. Hab ich mit dir. Ehre! Nein, Gandalf. Du hattest Gandalf. Ich habe das Gefühl, nur in Schlacht der Mittelerde mit Ehre zu spielen, in keinem anderen Spiel. Was Hobbits? Seit wann sind noch Hobbits in meiner Armee drin? Oh Gott, wer war das? Hey, oh, freaking tot in der nächsten Runde. Das war Geo. Das war Geo. Geo, jetzt hast du es übertrieben. Die Ramme ist ja allerlei. Da hab ich ja auch gemacht. Aber Robin, der Bildroller, was der macht. Baum hat gefällt. Haben wir nochmal alles sammeln? Baumbartfeld nennt man mich. Euer Hauptmann. Aus Endspam. Ein Baum, ein Bart. Ein Baum. Freebeard. Ich glaube, das kann so noch eine Stunde weitergehen. Ja. Ja, lass mich rein. Also ich hab jetzt noch kein Geld mehr, aber gleich habe ich wieder alles. Gesterben. Black wird noch gewinnen. Gleich meine. Ich hab ja, wäre ja schön, wenn ich noch gewinnen könnte. Wenn dich zwei. Das haben wir doch schon mal. Ja, genau. Dann kannst du easy gewinnen. Tatsächlich, also die beiden betteln sich die ganze Zeit und lassen ja vielleicht mal das sein. Das Problem ist halt, ich muss ja auch noch ein bisschen mitmachen. Ich mach das jetzt gleich nur. Achtung, ich will nicht angreifen, ich mach nur ein paar Gebäude kaputt. Junge! Soll ich dich auch die ganze Zeit hören? Ich hab nur einmal, du hast einfach gesagt, ich darf spielen, wie ich möchte. Darfst du ja auch. Ja, dann.
Die anderen spielen auch, wie sie wollen. Genau. Du darfst auch spielen, wie du möchtest, aber du musst auch mit den Konsequenzen leben. Ja, das hat niemand gesagt. Wie wenn du in die Schule gehst und sagst, du darfst gern spicken, du darfst Handy rausnehmen, du darfst alles machen, du darfst dich nur nicht erwischen lassen. Das ist genau, genau. Das Gleiche. Ja. Der Feind ist unter uns, Männer! Aber das macht halt nicht mal Schaden. Du möchtest unten. Nur der Ork lebt doch noch, hä? Ja. Ich hab gerade gar nichts mehr, ich hab mein Leben nicht mehr. Oh. Alter, willst du mich verarschen? Junge! Meine schöne Armee! Was kann ich denn hier machen? Jetzt hab ich. Darf ich, ich geh kurz den Ork vernichten, okay? Der nervt. Ich wollte. Ich hab gar nicht angegriffen, ich wollte nur ein paar Gebäude vernichten. Hallo? Ja, hast du angekündigt, Batman. Junge, ja, er hat's angekündigt, stimmt, ja. Ach verdammt, ja, okay, dann kann ich es machen. Wenn es angekündigt war, dann. Hast du recht. Ja. Junge, ich will dich. Ich kündige an, dass ich jetzt vernichte. Ich hab's angekündigt, ich darf dir. Ja, du meinst natürlich Geo, ne? Das ist klar. Hey, ja, wen denn sonst? Also ich hab's angekündigt, ne? Ja. Ich bin hier, Legolas Stufe 10, Junge, der macht jeden weg. Enz, Adler, alles wieder bereit. Tom ist gleich ready. Alter, der Tom. Ja, der macht, der reißt rein. Der reißt alles, Junge. Tom, so. Tom, Bombardier. So, ich kann eigentlich schon mit meinen Helden vernichten. Stufe 10, Adler habe ich hier. Ready. Ey, du hast Geo angekündigt, was willst du bei mir? Ich hab dich angekündigt. Ey, lass meinen Adler am Leben. Lass meinen Adler, der hat dir nichts getan. Der hat gerade den Baumeister getötet. Hä? Ja. Du redest. Ich hab's aber angekündigt. Ich hab's angekündigt, also. Hey, Batman, das war gerade eine Kriegserklärung. Gegen wen? Ich weiß ja nicht, was ich mache. Ich will doch nur überleben. Also, der sagt, warum lebt der Ork? Das wird mir nicht an. Doch, das wird mir nicht angezeigt, wenn ich auf Dings gehe. Es gibt zwei Orks. Das steht besiegt. Das steht besiegt. Ja, du hast mich besiegt, aber Black lebt noch. Black ist der andere Ork. Black Mass wird mir gar nicht angezeigt bei dem Status-Dinger. Weil ich halt. Es gibt keinen Grund, warum man mich anzeigen sollte. Ich bin ja immer nett. Ja, du bist das ganz oben. Was? Warum willst du mich anzeigen? Ich hab dir gar nichts getan. Schnauze. Anzeige. Aber weißt du was? Geh doch zur Polizei. Geh doch zur Polizei. Mir egal. Mach doch. Mach ich auch. Ich vernichte dich jetzt gar nicht. Du zeigst gerade mehr. Naja, ja. Also Geo, du darfst dich jetzt nicht angreifen, ne? Ich hab angekündigt. Geo, du darfst ihn angreifen. Nein, das ist angekündigt, Junge, darfst du nicht. Mein ganzer Mist ist schon bei mir. Er hat angekündigt, also sagt der Schiedsrichter nichts dagegen. Du hast angekündigt, Geo anzugreifen, also dein König darf nicht angreifen. Also, Gemüse. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja nicht dafür, wenn du keinen Sarkasmus verstehst. Was hat ein Sarkasmus mit Mus zu tun? Ich fisch hier einer an. Mesk ist ein YouTuber. Ja, jo. Muss ich ihn deswegen nur verschonen, oder was? Ja, jetzt auf jeden Fall. Jetzt, wo ihr sagt. Okay, das ist ja was komplett anderes, wenn ein YouTuber ist, Junge. Mhm. Selbst was soll ich bauen? Ja, okay, ich hab Nahkämpfer, die machen schon alles weg. Schwerter, Lorient. Bogenschützen, Lorient. Warte. Das wollt ihr nicht, Mensch. So, und jetzt bitte vernicht einfach die Feste. Einfach alles auf die Feste. Geht auf das Borggebäude da. Ich sag einfach nichts mehr dazu, ey. Ja, ich bleib. Einfach stumm zuschauen. Ja, ich weiß, was ich tot bin, weil gegen Menschen kann man nicht gewinnen, weil die einfach auch hier rumrufen. Da ruft die da noch Waldläufe, dann da noch haben wir den Toten, da noch Erdbeben. Na und? Lass doch einfach mal rufen. Los, Fräser. Hast du recht, ich lass einfach. Ich liebe Elrond. Ich dachte eigentlich, Krasal wäre ihre loseste von uns allen, aber wir haben einen neuen gefunden. Was ist? Junge!
Der Sultan möchte gegen Krasal 1-1 spielen. Gegen wen? Ja, stimmt, Krasal, Alter, Junge, in so einem 1 ist er. Müsste auch ein bisschen ehren los. So 1 ist das beste Game. Ja, in so einem 1 ehren Mod. Er kann nur Mordor spielen, aber nur wegen, weil da die Last geholt. Bist du nicht tot? Alter, der lebt halt, der hat auch noch irgendwo scheiß Gebäude. Da hinten wollte der Bot nicht auf. Junge, das ist einfach so nervig. Ja. Ja, siehst du mal, ich, so ähnlich habe ich auch gefühlt, als ich ständig hier von mehreren Leuten angegriffen wurde. Jo, warum treffen die ganzen Steine nicht? Sind die bescheuert? Die haben ihren Flugschein doch nicht gemacht. Oh Junge, das ist so, du kannst ja jetzt alle den Baumeister immer wieder retten. Das ist so schnee, das ist... Euer Hauptmann. Ah. Ja, genau. Und denkst du wirklich, Geo wartet zu lang? Also, ich bin eindeutig der schwächere Gegner. Ich würde mich um den erst später kümmern. Aber gut, das ist deine Sache. Das muss Junge, jetzt auf ihn was einzureden, Junge. Wenn du verlieren möchtest, ist das okay. Also ich könnte sogar hier Black Mass hier im zweiten Platz, ey. Denn der hat wenigstens Säure. Junge! Ich bin aber nie wieder mit, Junge. Ich mach gar nichts mehr. Ich darf ja nicht mal normal mitspielen. Das ist eine Ehrenfolge. Ja, weil ich hier bin. Wie willst du die Folge nennen? So, das weiß ich noch nicht, aber Ehrenrunde. Ehrenrunde wäre gar nicht mehr so schlecht. Das klingt gut. Kannst du bitte den Anfang von mir rausschneiden, danke. Nein. Da bin ich ehrenlos. Alle sollen schön mitbekommen. Ich schalte einfach raus, Junge. Aber ich helfe dir, weil wenn du Dings machst, wenn ich dich ja töte, dann kannst du zuschauen, dann siehst du, was wir halt haben. So ist es doch nur nervig, wenn du dich da einbunkerst. Dann kannst du uns beiden zuschauen, das ist doch viel besser, oder nicht? Nein. Junge, da oben hängt der Dings schon, Junge, da oben wartet der Mensch schon. Ja, ich bin da nicht. Nee, also, ja, okay, dann hab ich mich verguckt. Also, ich sehe da nur Feuerpfeile und... Ey, Junge, geh doch einfach bitte sterben, ganz ehrlich. Das ist so lächerlich. In jedem Fall bin ich der Sieger der Herzen. Das hat sich jetzt schon herauskristallisiert. Ja, ich mag dich jetzt auch wieder. Ja, da gebe ich dir recht, Junge. Blackmails, ich abonniere dich jetzt wieder. Oh, Moment, ich mag dich auch wieder. Was heißt du wieder? Von mir geht das Video ein Dislike. Von mir geht das Video ein Dislike, nee. Ey, ganz ehrlich, Batman. Ich hab aus dem Grund immer, wenn ich mit Blackmails spiele, sehr viel Pech. Junge, warum mischst du dich jetzt ein? Ganz ehrlich. Warum mischst du dich jetzt da ein? Weil ich kann. Ich für meinen Teil bin für Geo. Ja, ich bin auch für Geo. Ich auch, auf jeden Fall. Und ich bin für Blackmails. Ja, ich bin auch für Geo. Black hat eh schon gewonnen. Black hat schon gewonnen, ich bin für Geo. Genau, meine Übernacht schafft er wahrscheinlich eh nicht mehr. Wenn es einer schafft, dann Geo. Ja, Geo soll auch gewinnen. Ja, Geo hat wenigstens noch Anstand, es richtig zu machen. Was hier vor Pfeillage rumhauen? Also wenn ich mich hier schon wieder so besiegen lassen möchte, dann von Geo. Denn der macht das immer richtig. Er macht dann, ja, weg mit deinem Namen, Junge. Weg mit deinem Namen. Er zeigt mich dominant. Er zeigt auf jeden Fall mit Dominanz, dass er dann der Stärkere ist. Petra, erst das! Schau mal groß! Und weg mit deiner Armee! Ich seh die ganze Karte. Na, du hast Legolas getötet! Nicht dein Ernst, sag nicht, was du Legolas getötet hast. Er hat Legolas getötet! Schon wieder! Ja, die Schweine! Ach nee, das war Kenny. Nicht Kenny, nein! Da ist es mir sogar egal, ob du Hobbit. Ey, irgendjemand greift meine Minen an. Hört mal auf, meine Minen anzugreifen. Ich brauch die doch. Black braucht doch das Geld. Eben. Ich bin jung und brauche das Geld. No joke, das ist so lächerlich, dieses Match. Geo, der klar hier im Vorteil ist. Hier unten haben wir Batman, der einfach nur versucht, durch keinen Trick zu gewinnen. Ich werde das noch gewinnen. Ja. No joke, Blackmax, der größte Überlebenskünstler, den ich jemals gesehen habe. Und wenn du hier unten noch irgend so eine Scheiße hast, ne? Glaub mir. Junge. No joke, ich dachte, Ghost wäre in sowas ziemlich gut, aber Blackmax, ja, gut.
So, ich kündige jetzt an, ich werde Geo vollständig in Ruhe lassen, bis dieser blöde Elb da weg ist. So. Junge, gut. Ich werde alles daran tun, Geo zu vernichten. Aber ich scheiße, okay, alles mit zu alles. Erst alles wieder aufheilen, Junge. Erst wir Truppen sammeln. Blackman. Oh, ich hatte dich noch abonniert. Ich hab gar nicht die abonniert. Hast du Glück gehabt? Oh, ich hätte dich direkt rausgeschossen hier. Nur ich muss sagen, dass jetzt richtig weh tut. Nee, mach ich lieber nicht, doch. Nee. Wer tut wem weh? Nicht. Ich würde niemals jemandem wehtun. Ich bin nett. Ach ja, okay. Er ist wirklich sehr nett. Verschwinde doch einfach. Ich weiß, dass du Armee der Toten hast und mich einfach jetzt easy vernichten kannst. Dann tu das doch. Ganz ehrlich. Nein, das wäre nicht einfach. Und vernichte mich. Das wäre selbst für Geo zu einfach. Junge, Geo. Wenn ich jetzt mit der ganzen Armee reinrenne, dann macht der wieder seinen Armee der Toten, dann ist alles tot und dann rennt er rein. Nur ich spür erst ja den ganzen Linie, die nerven. Ich hab schon hier so krank Kopfschmerzen in dieser Runde, ey. Versteh ich nicht. Wie kannst du dadurch Kopfschmerzen haben? Ich hab eigentlich schon den ganzen Tag, also die ganzen letzten Tage Kopfschmerzen gehabt. Ich sag nur never surrender, also niemals aufgeben. Doch, es sei denn, du bist ehrenlos gesandwiched, dann gebe ich gerne auf. Tue ich mich an. Ich hab eine kleine Hoffnung noch, dass ich gewinne. Da spiele ich lieber mit Krasall. Solange ich noch Hoffnung habe, ist alles in Ordnung. Hoffnung stirbt. Nur ein Narr hätte zu hoffen gewagt. So, wie lange geht die Runde schon? Wie lange wird die noch gehen? Eine Stunde und fünf Minuten ist die Folge, also die quasi die Aufnahme selber von dieser Runde. Rechnen wir mal fünf Minuten am Anfang weg. Ja, ein bisschen. Und jetzt, was denkst du hier, wie lange links? Hier, dieser blöde End haut mit seinem, ich sag ja, diese Elfen kannst du nicht. Nichts machen lassen. Kannst du vergessen, hey, was? Ach, also Erdbeben. Mit deinem scheiß Erdbeben, ganz ehrlich. Mit deinem scheiß Erdbeben. Die Elben haben eigentlich rein theoretisch wirklich nur ihre Silberlandpfeile und Elrond. Mehr haben die nicht. Ja, ja. Mehr, oh Junge, mehr brauche ich auch nicht. Kannst du bitte einfach. Alter, Geo ist der Stärkere. Jetzt gibt's doch mal auf. Niemals aufgeben, Junge. Solange eine Hoffnung besteht. So. Ja, genug. Ich hoffe, so, dass. Ich hätte mich halt auch Damage bekommen davon. Ich kühle einfach deinen scheiß Katapult, Junge. Nein, mein Hauptgebäude ist vernichtet nicht. Alter, wie Thranduil einfach die Geister einballert. Wo ist Thranduil? Der hat einfach alles überlebt, Junge. Er greift aber die Geister an. Er tötet sie auch. Er schießt die Geister an. Er tötet halt die Geister weh. Als ob Thranduil die Geister weh töten kann, was ist die OP Snare-Shit. Warte, kann der? Ja, der Horn schottet die halt. Der Horn schottet die Geister. Mit der Fähigkeit nur. Oh Junge, naja, gut. Es sind ja relativ viele Geister, da hat er zu tun. Jetzt ist Aragorn. Ja. Aufpassen, Waldläufer! Wir sind in die Falle gelaufen! Mehr Munition! Wir werden nicht versagen! Hm? Was? Bleibt nicht zurück! Hä? Hier entlang, beeilt euch! Hä? Geh auf Aragorn, bitte, Adler, bitte geh auf Aragorn. End du auch. Auf hey! Ranui, geh auch auf Aragorn, Junge. Geo, geh weg! Ich tu dir auch nicht! Doch, bitte vernichte Geo, bitte vernichte ihn. Geo, wenn du Leute, Geos Schleuder machen sich selbstständig. Bitte Geo, vernichte ihn einfach. Hey, bei mir backt Thranduil rum. Bei euch auch, oder? Das sieht gut aus, wie er da rum so rumläuft. Geo, der slide einfach rum. Ich hab eigentlich auch Pferd aufgesattelt, der slide aber da einfach rum. Der surft! Ja, der Junge. Der hat. Hä? Was macht der jetzt? Der hat einfach sein Leben verstanden. Junge, Aragorn kriege ich noch, auch wenn es das letzte ist, was ich tue. Was macht der da? Irgendwie hat Thranduil BB auf dem Timer. Da steht Time Remaining. Hä? Warum hat Thranduil eine Zeit? Hä? Ich check! Weil er ein Elb ist, deswegen hat er Zeit. Ja, genau. Der lebt ja ewig. Mal gucken, was passiert, wenn seine Zeit abläuft. Ich guck gerade überhaupt gar nicht mit zu, ey, so lecker. Ich hab jetzt mein Zimmer aufgeräumt, gestaubsaugt und die Runde ist immer noch nicht zu Ende. Nein. Weil Batman sich versteckt die ganze Zeit. Junge, ich werde das nicht verlieren. Also ich werde es verlieren, aber Schiffi, ich werde das nicht verlieren. Wollen wir nebenbei noch eine Runde Sith oder was?
Aber schon Geschwindigkeit episch. Ich bin nicht, nehme ich doch einmal Geo. Warum penne ich hier Black nicht? Black ist doch hier ganz. Au. Das sollte mal nicht verwandeln. Bitte tötet einfach mal genau. Black. Black hat jetzt also die größte Streitmacht von uns allen. Nein, hat er nicht. Doch, nee, das ist hat Black. Er nicht. Natürlich hat er das. Nein, hat er verarschen. Abgesehen davon, was ist denn eine Ork-Streitmacht? Ja. Wenn ich die größte Streitmacht hätte, wäre ich trotzdem am Arsch. Kanonenfutter. Ja. Jo. Richtiges Levelfutter. Dranduil, yay. Junge. Es war wilder Gang von Dranduil, das war die Fähigkeit. Wilder Gang. Dann leidet der war ganz wild. Der war das leider durch die Gegend. Also, meine Armee ist wieder ready. Sollen wir wieder fighten jetzt hier? Ein Baumeister ist gefallen. Sag mal, Geo, spielst du eigentlich noch oder hast du einen Bot aktiviert, damit du dich ausruhen kannst? Der pennt gerade im Hintergrund. Hey, redet Geo überhaupt nur was? Geo ist gerade essen. Ja, ich bin essen. Ich schlaf jetzt mal. Lord Ösi spielt hier gerade für mich. Ja, ja. Ich spiel jetzt Hearts of Iron. Danke. Ja, alle geht jetzt weg. Also, ich gehe jetzt nicht weg, aber ich spiele nebenbei was anderes, weil das ja wird wahrscheinlich lange dauern. Das wird mach, mach, ich kann ja auch nichts dafür, dass die zwei einfach nicht aufgeben wollen. Ich hoffe, mich auch gerade nach Geo, 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 sollen wir beide fair sein und einfach aufgeben und ihm den Sieg gönnen? Also, 2 Stunden wird das Video nicht. Ich werde es wieder bei 20 Minuten oder so schneiden, ja, denke ich. Das ja wird schon wieder werden. Geo wahrscheinlich auch. Geo, bitte. Man hört dein Video. Nur für den Fall, dass wir Musik dabei ist, auf jeden Fall ausmachen. Was ist? Weil sonst könnt ihr die Videos nicht sehen. Ausmachen? Wenn Musik da im Hintergrund läuft, die auf jeden Fall ausmachen. Keine Videos im Hintergrund. Unangekündigt, das ist immer doof. Für uns arme YouTuber. Ja, dann gibt's immer so Stress mit allem. Ja, genau. Bitte, und bei Herr der Ringe darfst du keine Musik anhaben, wenn du die Aufnahme das startest. Ist richtig. Mit deinem gibt's einen richtigen Copyright. Genau, da kommt dann Sony oder die GEMA oder beide. Ja, und dann ja, gehst du mal. GEMA doch, GEMA. GEMA weg, GEMA da. Weg. Genau. GEMA bitte weg, oh, da greift jetzt wieder an. Können mich einfach aufgeben und unentschieden sagen und Black Black gewinnen? Nein. Na, wenn du zuerst aufgibst? Sterben. Na, natürlich gebe ich dich zuerst auf, weil du dann halt nicht aufgibst. Mensch, wo bist du? Ah, da. Ich würde ja auch nicht aufgeben, ich denke, ich soll gewinnen. Du weißt auch nicht, was du weißt. Ich weiß nicht, gut, dass jemand weiß. Dass der Geo, ich habe nicht mal Fähigkeiten, also da bin halt. Hab Erbarmen, ich habe nicht mal Fähigkeiten. Nee, na, die haben auch nicht. Auch? Wo ist Randri? Der fand ich jetzt ein Aragorn. Wer ist fähig, Fähigkeiten zu haben? Ich nicht. Der fähige Fähigkeitstyp. Jo. Kann halt so viele Gen-Fähigkeiten, unbemerkt gehen oder. Dein Bogen ist einfach alleine da. Geo, warum, was macht dein Bogen hier da? Vor allem, der Dranduil hat so viele Gen-Fähigkeiten. Ja. Ja, der geht. Ja, genau. Der kann gehen, der kann reiten auf seinem Ross, der kann. Und das Reittier kann auch. Der kann, der kann den gechillten Gang machen, der kann unbemerkt gehen. Irgendwann ja, da kann sich gehen lassen. Okay, das war's jetzt aber. Ja, ja. Ich hab keine Fähigkeiten mehr, sonst hätte ich noch Dings gemacht. Flut gemacht. Jetzt nur noch Geo gegen Black. Ich hätte Flut gemacht, ich bin tot, verschwinde. Ja, ist er weg? Nee, ist noch nicht da. Er spielt doch noch, also. Ich glaube, dass sie von hinten hinterlistig eine reinhauen, den gibt. Nein, sowas würde ich nie tun. Ich bin down. Jetzt kommt der mit Armee der Toten schon wieder von Aragorn. Ja, wenn dann ich überlebe! Genau. Ich würde Geo nie eins reinwirken. Ich spiele mit Ehre. Ja, Ehre! Ich will wieder leiden. Leide dran, ich leide um dein Leben. Ich leide! Der Mensch hat einfach 70.000 Rohstoffe. Scheiße. Ey, wo sind die Türme? Ja. So, sollen wir in der nächsten Runde einfach auf Beobachter machen, gucken, wie sich das abläuft. Auf was machen? Beobachter. Junge, ich bin jetzt tot hier. Weißt du, ich weiß, wann ich verloren habe, deswegen. Eine Katapulte machen Ferien? Nee, doch nicht. Ich weiß, wann ich verloren habe. Oh. Batman wurde besiegt, jetzt nur noch Black. Junge, Geo, du weißt doch sicher, wann du verloren hast, oder?
Gio, du weißt, dass du echt verloren hast. Gegen deine Orks kann ich nichts machen. Gio, ja. Weiß ganz genau. Wenn du jetzt Batman tötest, werden dich alle hassen dafür. Alle, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gio, das, was du in der Basis hast, würdest du ihn locker fertig machen. Die ganzen, warte mal, wie viele Abonnenten? 2850 Leute werden dich hassen. Ja, ja. Du darfst nicht machen. Du musst jetzt gewinnen lassen. Also, und 112 werden geschrieben, die wir aus meiner Sicht sehen. Er reißt sein ganzes Gebäude ab. Ich stimme jetzt rein. So. Ja. Du musst jetzt alle abreißen. Genau. Ich habe natürlich noch Saruman und Sauron im Hintergrund, ne? Das man, ja. Darf man nicht vergessen. Saruman. Gio, warum macht deine Weiche natürlich auf Angriff? Dass sie mehr Schaden geben. Die sind eben erst rekrutiert hier. Eine Ork-Bataillon von Black denkt sich, nö, ich will nicht kämpfen. Die steht einfach rein. Die Ork-Reserve. Feige Orks, wo sind die? Die sind zu faul, Junge, die haben keinen Bock mehr auf ihr Leben. Ah, sogar die Bogenschützen denken sich, nö, ich will nicht. Boah, das hat sich gestern, no joke. Ich kämpfte gerade gegen Ghost gestern und dann auf einmal denken sich alle meine Fans, okay, rennen wir nach vorne. Die Bataillon stirbt noch. Ja, noch einer hat überlebt. Ja, der ist tot. Jawohl, diese blöde Pferdeeinheit. Ja, jetzt ist sie tot. Da lebt so, jetzt hast du keine Chance mehr. Jetzt ist sowieso vorbei. Junge, die einfach 10.000 draufliegt und die nicht einen Kratzer bekommen. Und dann kommt die Verstärkung von rechts. Wir werden angegriffen. Ja, egal, Black hat eine Einheit von Geo getötet. Ja, das war eigentlich. Ja, absolut. Also GG, echt gut weg. GGO. GGO, genau. Ist doch nicht das Gebäude. Ja. Okay. Oder Black baut jetzt noch. Black, bitte hör auf. Oh, Black. Oh, nö. Was denn? Ich bin, wenn jetzt einer sterben. Wir wissen, du hast schon gewonnen, aber trotzdem musstest du noch nicht so unter die Nase reiben. Oh, schön in die Bogenschütze. Hat ja echt viel gebracht. So. Ja, hat es. Ein paar blaue Flecke. Boah, Alter, ich krieg so jetzt viel Spaß. Deswegen wollte ich den zuerst vernichten. Deswegen wollte ich ihn nicht vernichten. Gio, gib mal ein. Du hast keine Chance. Wenn du gut bist, dann reicht er langsamer. Eigentlich wollte ich jetzt erst das Blackbird hier angreifen, aber kam er ja unter guter Batman an. Was ist Elfenbeinturm? Aber Chance hat er ja trotzdem nicht. Er deckt die ganze Karte. Also er weiß, wo er jetzt seine Kaserne ist. Ja. Unser Baumeister wird bedrängt. Und dein Baumeister. Dein Baumeister, Junge, der eine Baumeister. Alter, Geo, reicht auf den Baumeister. Töte diesen einen Baumeister. Er hat alles überlebt, Junge. Rette ihn, Bas, Black, rette ihn, Black, rette ihn. Hier wären wir fertig. Nee, Black hat einfach keine Lust mehr. Ich glaube, der ist auf. Nee. Einfach hat er einfach. Oh, ich will Geo nur gewinnen lassen, das ist alles. Ja, Alter, okay, dann. Ich bin der Sieger der Herzen, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist absolut. Ja, genau. Geo hat halt ehrenlos gespielt. Das haben wir ja fast schon festgestellt. Ja, haben wir alle gespielt. Nicht ganz so ehrenlos wie Batman, selbstverständlich, aber trotzdem. Ja. Guckt euch mal meine Rohstoffe an. Also wie gesagt, Geo hätte eigentlich keine Chance gehabt, hätte ich jetzt nicht aufgegeben. Mhm. Ja, Rohstoffe sind am meisten unten. Aber Guido haben sich zu beruhigen. Die Hobbits habe ich nur gegen Batman eingesetzt, sonst nicht. Laut Ösi schreibt, deine Mutter ist als Fähigkeit bei Order. Ja. Ja, das hat einmal... Hat er mal rangeschrieben. Ich werde gleich einfach nur noch Gehöfte machen und nichts anderes. Genau, genau. So machen wir das. Der Batman macht nur noch Gehöfte in der nächsten Folge. Und wir sehen uns im nächsten Gefecht wieder. Mal gucken, was da jetzt kommt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Oh, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.